Mein Name ist Frank Buttig. Seit nun fast 15 Jahren arbeite ich neben, hinter und auch vor der Kamera. Und der Weg hierhin führte über eine fundierte Medienausbildung an der Grimme-Akademie. Meine Arbeit ist vielseitig, interessant und anspruchsvoll. Ich kann mir kaum eine schönere Arbeit vorstellen als diese. Und während meiner erfolgreichen Tätigkeit bei den Medien sind natürlich auch viele Produktionen entstanden. So zum Beispiel Auftragsproduktionen für das öffentlich-rechtliche Fernsehen, speziell das Werbefernsehen. Im milden Klima des Thüringer Beckens reift ein Geschmack, der sich mit dem Namen Greußener Salami und Schinkenspitze. Mit dem Produzieren von Werbeclips für den Mitteldeutschen Rundfunk begann ich meine Arbeit als freier Produzent und Autor. Viel Spaß hatte mir das Kochstudio bereitet, durfte mein Team auch hinterher die vielen leckeren Sachen genießen. Es folgten prompt weitere Aufträge, wie zum Beispiel Rotstern-Schokolade, Town & Country House oder auch E.ON Thüringer Energie, um nur ein paar Beispiele zu nennen. Diese Nüsse ist eben Verlass. Nudossi. Mehr als Frühstück. Nudossi ist nussiger. Spannende Produktionen sind auch die längere Schiene, wie zum Beispiel Reiseberichte oder Imagefilme für die Industrie. Zweite Leidenschaft sind Reiseberichte und auch Imagefilme. Die Sommerreise 2015 entführt die Zuschauer nach Norwegen und Schweden. Ich begleitete mit meinem Team die Rennsteigbahn auf dieser 10-tägigen Tour. Der Imagefilm für ein Schwerlastunternehmen war eine ganz besondere Herausforderung. Auch hier führte unsere Tour nach Norwegen. Zeigt sie doch die verantwortungsvolle Arbeit der Kraftfahrer und die Leistungsfähigkeit des Unternehmens. Meine größte Leidenschaft sind aber Themen rund um die Eisenbahn. Und damit begeistere ich die großen wie auch die kleinen Zuschauer. Egal ob im deutschlandweiten Lokalfernsehen oder auch Internet. Wenn diese Hymne erklingt, wissen wieder viele Zuschauer Bescheid. Es ist Modell- und Bahnzeit. Modell und Bahn ist eine Magazinsendung, die im lokalen Fernsehen verbreitet wird. Wir testen die kleinen Bahnen, vergleichen die Modelle mit den Originalen und bringen auch viele Themen rund um das Thema Eisenbahn an den Mann oder auch Frau. In der folgenden Sendung wollen wir Ihnen zeigen, wie das Thema Elektronik und Steuerung der Modellbahnanlage angepackt und erfolgreich umgesetzt werden kann. Sehr erfolgreich auch unser Ratgeber Computersteuerung für Modellbahnen. Allein die beeindruckenden Zugriffszahlen im Internet beim Modellbahnshop Lippe wie auch auf unserem eigenen Kanal zeigen, dass wir mit meiner Sendung goldrichtig liegen.
Ein sehr interessantes Modell. Eine kleine Diesellokomotive für Schublokomotive, die auch auf kleinen Strecken im Einsatz war. Haben Sie mich ein bisschen aus dem Konzept, ist unglaublich, liebe Zuschauer, er hat mich aus dem Konzept gebracht. Er findet seinen Weg schon wieder. Wir springen wieder zu TT zurück. Ja, liebe Mutterbahn, Freunde, jetzt stelle ich Ihnen den Mann vor, der einen Preis erhalten hat. Er hat den Preis erhalten, Kleinserienmodell 2015. Lieber Herr Weinert, was war es denn? Es war unsere BR38 in der Wendezugausführung mit dem geschlossenen Führerhaus. Unseren traditionellen Messerundgang hier in Nürnberg, liebe Zuschauer und vor allen Dingen liebe Modellbahnfreunde, setzen wir fort am Stand von ESO. Und das hat ja auch schon Tradition. Und an meiner Seite steht Jürgen Lindner. Und mit ihm wollen wir uns jetzt unterhalten über alte Sachen, aber auch über die Neuheiten, die ESO dieses Jahr parat hat. Ja, hallo erstmal, danke fürs Kommen. Lieber Jürgen Lindner, wir wollen einfach mal mit einer Lokomotive anfangen, die Ihnen ein bisschen Kopfzerbrechen bereitet hat in der Vergangenheit, das ist die V60. Was wird jetzt mit der V60? Also in der Tat hat uns die V60 einiges an schlaflosen Nächten bereitet, weil die erste Produktionscharge, die wir liefern wollten, ziemlich genau vor einem Jahr, hat leider nicht so funktioniert. Was an der Ostsee, der rasende Roland, ist in Thüringen die Rennsteigbahn. Naja, nicht ganz, aber der sehr rührige Rennsteigbahnverein in Schmiedefeld tut seit Jahren alles, dass seine Bahn bald genauso bekannt wird. Und ein großer Schritt dahin ist jetzt gemacht. Der Rennsteig Hirsch kann jetzt endlich repariert werden. Der Rennsteig Hirsch ist ja eigentlich eine alte Lady. Mit voll geöffneten Zylinderhähnen fahren die Dampfloks jetzt ab. Gehüllt in mächtige Dampfwolken verlassen sie den Bahnhof. Soweit ein kleiner Ausschnitt aus meiner bisherigen erfolgreichen künstlerischen Laufbahn. Und wenn Sie Interesse haben, sprechen Sie einfach mit mir. Ich freue mich auf Sie.